mein Gott, war das eine Verfolgungsjagd beim letzten Mal. Aber ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch wenn wir jetzt aus der coolen Schule wieder raus sind. Aber naja, von wegen coole Schule, wir sind too cool for school. Besorgen wir irgendwie eine warme Knuddeldecke und eine Heizung für die arme Six. Fühlt sich hier noch kaputt. Immerhin haben wir sie befreien können, ne? Die Bürger hier sind alle verpufft. Wissen wir ja noch. Beziehungsweise wir vermuten es. Ja, ist eine gute Frage. Hat mir jetzt was gebracht? Können wir das hier ziehen, schieben? Um da hochzukommen oder so? Müssen wir irgendwie rüber. Das ist gewiss. Ja, nun? Nein! Oh mein Gott, ich sehe die Stange. Feels bad. Nee. So, Stein? Oh. Ah, Deckel zu. So, damit wir quasi von Punkt zu Punkt springen können. Es müsste weit genug sein, um dass wir von hier rauf darauf springen können und von darauf darüber. Ja. Six, nimm meine Hand. Okay. Ich schaffe das auch allein. Sie ist halt der bessere Zwerg. Kann ich nicht mithalten. Ist das ein Hund? Oh mein Gott, bitte sag mir. Das wäre so eine lustige S-Einspielung. Erstmal eine kranke Erinnerung wieder für Mono. Oh nein! Also es ist tatsächlich nur ein Easter Egg. Ich dachte, es wäre ein Hund. Ja, lass es liegen. So, quetschen wir uns hier durch. Oh, hier liegt was für dich. Oh, ist das schön, sie in ihrem Look zu sehen. Da hat sie den also her. So kennen wir sie. Ich find's cool. Auch wenn ich schade finde, dass wir ihre wuscheligen Haare nicht mehr sehen. So gefällt's mir doch am meisten. Mit dem gelben Regenmantel. Dann, wenn du jetzt vor Regen geschützt ist, gehen wir hier mal schön fleißig weiter. Yep. Krieg ich einen Cowboy-Hut? Nochmal. Ich werde euch bestimmt an allen Hüten vorbeigelaufen sein. Aber wir können hier durchspringen. Keinen Grund, die Tür zu benutzen, wenn es ein Fenster gibt. Macht Sinn. Ich lasse sie immer so weit zurück. Ich wünsche, die KI wird ein bisschen schneller folgen. Ich fühle mich da immer so schlecht. So, ich komme gleich wieder zu dir. Sehr schön. Ende. Yep. So, dann pushen wir das hier wieder weg. Dass wir wieder zu zweit rumlaufen können. Wir wollen hier niemanden zurücklassen. Ich frag mich, wie lange die beiden wohl alleine unterwegs waren. Und die werden wahrscheinlich auch recht froh sein, zu zweit jetzt unterwegs zu sein. Flups. Toilettenpapier. Nehmt's mit, ihr könntet's gebrauchen. Hey, was guckst du dir so an? Ist es was Besonderes? Nö.
So, wieder größeres Areal. Sieht nach Krankenbett aus. Wieso gehen wir immer durch die Fenster? Das ist doch eine tolle große Tür. Kein Grund, immer einzubrechen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das sieht immer noch nach Schule aus, nur mehr nach Hochschule. Okay, es ist mehr so Krankenhaus. Oder Gefängnis. Oder Psychiatrie. Krankenhausgefängnis. Haha. Oh ja, oh ja. Psychiatrie. Wir sind in der Psychiatrie. Hey, willkommen in der Klapse. Ah. Da, 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 da. Oh mein Gott, meine Heldin. Wer zur Hölle designt so eine Psychiatrie? Alter. Sobald sie den Regenmantel hat, geht sie ja richtig ab. Auf einmal ist sie eine Superheldin. Super Sex. Jetzt kann ich unter dem Regenmantel gucken, ist aber uncool. So ein Kerl ist Mono nicht. Guckt euch seine Kleidung an. Der ist ein Gentleman. Netter Kerl, der tut sowas nicht. Ansonsten wäre hier in der Klapse genau richtig. So, machen wir. Oh! Erstmal die Sicherung rausgenommen. Warte mal, die können wir wahrscheinlich an einer anderen Stelle wieder einsetzen. Außerdem spendet sie Licht. Licht und Wärme. Oder ich donner sie irgendjemand fiesem ins Gesicht. Aha! Seht ihr, ich hab's doch gewusst. Klack, klink. Hey, wir fahren Aufzug. Oh. Ich glaube, wir sollten nicht nochmal springen. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal springen, dann machen wir einen Abgang nach unten. Vielleicht sollten wir uns auch beeilen, bevor wir trotzdem noch einen Abgang nach unten machen. Ja. That's some Final Destination level stuff. Ein Guckloch. Beziehungsweise ein Luftloch. Wir müssen ja hier irgendwie atmen können. Jo. Oh, geht's jetzt mit Taschenlampen los? Da kommt doch Freude. Zur Nutzung der Taschenlampe A drücken. Ja, und wie nutze ich die jetzt? So, Auge. Ja, wie gesagt, den Symbolismus von den Augen kennt man ja in den Nightmares. Aber ich finde es cool, wenn man halt auch eine Taschenlampe wirklich braucht und nicht so, hey, ist hell genug, dass man noch alles sehen kann. Die machen das richtig hier. Sehr zu meinem Entsetzen. Gehen wir erstmal runter. Ich finde es schön, dass wir auch gleichzeitig Hände halten. Ja gut, ist vielleicht auch klug so mit wenig Licht. Wir wollen hier nicht in der Dunkelheit verloren gehen, ne? Beeilen wir uns ein bisschen nach vorne wieder. Da vorne war nämlich die Tür. So. Oh, diese Patscherfüße auf diesen Böden. Ah, ich hoffe, hier liegen keine Glasscherben und alte Messer rum. Auch für die beiden. Ich meine, Blut liegt hier genug. Warte, was? Habe ich da gerade was gesehen? Wenn das jetzt schon losgeht, ne, mit ich bilde mir Sachen ein. Oh. Don't do this. Don't do this to me. Na, hier geht's nicht weiter. Na dann, runter den Gang entlang. Wir könnten noch mit dem Rollstuhl fahren. Einfach runterrollen. Ah, da vorne ist wieder eine Tür. Na dann. Folgt dem Blut. War schon immer ein guter Weg für die Richtung.
Andi versucht nochmal den Knopf für die A-Taste zu finden, weil er zu viele andere Konsolen spielt. Wir brauchen was zum Gegenwerfen. Okay. Gehen wir nochmal ins Dunkle. Hier habe ich jetzt aber nichts gesehen. Ja, Six, bleib bei mir. Gib mir deine Hand. Ja, wobei, wenn ich gleich was tragen muss, dann geht das ja schlecht, ne? Da. So, ganz schnell wieder aus dem Dunkeln raus. Oh. Das wollen wir nicht, das braucht man nicht. So. Sesam, öffne dich. Hat's gerade geklärt, obwohl das Ding nicht kaputt gegangen ist? Oh, schon wieder die Fernseher. Oh, Six nimmt es diesmal auch mit. Letztes Mal hat es nur mich mitgenommen. Ja, wir wissen, was das heißt. RTL ausschalten. Oh. Mit dem Fernseher hätte ich auch Kopfschmerzen, oder? Man kann erst scharf stellen, er ist wie ein Verstärker. Ja, komm. Hä? Achso. Und scharf gestellt. Noch ein drittes Mal. So. Wir sind wieder hier. Was erwartet uns an der Tür? Oh, wieder episches Lomo. Ich hoffe, Six holt uns wieder raus, bevor wir da ankommen. Wir werden es eh noch rausfinden, was dahinter ist. Und... Oh, wir sind wieder da. Huch, liegen die ganzen Leute jetzt oder lag die schon vorher da? So oder so, Dankeschön, Six. Oh, die sind alle ein bisschen kopflos unterwegs. Den anderen fehlt halt mehr als nur der Kopf. So, wir können nach oben und nach rechts. Wir brauchen zwei Sicherungen. Ist hier was? Ah! Okay, nehmen wir als allererstes den Aufzug. Mal sehen, ob das eine gute Idee war. Oh, direkt ins Krematorium. Da kommt doch Freude auf. Gibt es hier wieder was zum Prügeln oder was? Oh nein, ist nur ein Haken. So. Okay. Kann ich da irgendjemanden reinschieben? Oder kriegen wir da jemanden reingeschoben? Oder etwas reingeworfen? Reingelegt? Irgendwie. Sowas in die Richtung. So, wir kriegen diese Türen weder auf noch zu, wie es aussieht. Also, Six will nichts von dem hier wissen, was ich versuche. Vollkommen verständlich. Oder will sie mir einen Boost geben? Nee. Na, jetzt kann ich reinklettern. Okay, aber ich finde hier drin nichts. Ich muss hier wahrscheinlich wirklich irgendetwas reinlegen, was ich oben finde. Blablabla. Werd ich angequetscht?
So, we're up. We're up. We're up again. We're up. Kann ich Six dort reinlocken und von ihr ein Röntgen machen? Sollte ich das? Ich will das ausprobieren. Oh. Ah, wir sind tatsächlich nur zwei Menschen. Wir sehen ziemlich normal aus. Das war cool. Hätte ja sein können, dass wir irgendwie ein komplett anderes oder komisches Skelett haben. Oder einer von uns. Oh, sie nimmt auch ein Spielzeug mit. Sie ist cute. So, machen wir mal ein Röntgen von diesem Teddy. Ist in dem Teddy was drin? So, ich gehe direkt nochmal rein. Kann ich direkt noch ein Teddy dorthin stopfen? Machen wir mal mehrere Teddys auf einmal, dann wissen wir, in welchen wir einschmelzen müssen. Vielleicht müssen wir mehrere einschmelzen. Doinks. Sieht irgendwie lustig aus. Ich würde ja sagen, es ist süß, aber wir tun gleich ein paar Teddys verbrennen. In einem verdammten Krematorium. Darauf muss man halt auch erstmal kommen, ne? Alter. Geht das wieder los? Weißt du, waren alle Teddys, aber ich will gucken, was hier liegt. Was bist du? Oh. Sieht aus wie ein, hier. Freddy. Ah, oh, nee, das ist so ein Klappapfel. Ach, schade. Ich hätte jetzt gehofft, der klatscht. Hä? Was zur Hölle ist bei dem von Six drin gewesen? Voll interessant, aber ich erkenn's nicht. Na gut, wir nehmen erstmal beides mit. Alles wird verbrannt. Vielleicht muss ich das von Six aber auch nur werfen. Sieht so aus, als ob es kaputt gehen könnte. So, Teddy 1. Teddy 2. Voll weggeklatscht mit dem Handy, wollte ich schon sagen. Mit dem Teddy. Ja, zum Glück muss Mr. Bean das nicht. Teddy das halt. Das wäre traurig. Eins, zwei. Nicht. Da, wo ist los mit diesem Ding? Das ist ein Esel. Okay. So, jetzt gehen wir runter. Tut mir leid für diese ganzen Aufzugfahrten. Wir spielen hier nicht mal direkt eins. Na gut, aber deswegen sind die Aufzugsfahrten jetzt auch nicht so lang, sonst wäre das der Fall. So, jetzt werfen wir noch dich rein. Zack. Alles ist gut drin. Zack, hier kommt die Sonne. Oh, Heilige. Aber was machen wir mit den armen Dingern? Alles Asche außer dem Schlüssel. Trotzdem krass, ich dachte, ich dachte, in den Teddys wäre auch was drin gewesen. Warte mal. Wenn in den Teddys kein Item war,
Was war dann in ihm drin, dass der X-Ray so abgegangen ist? Was haben wir gerade verbrannt? Oh, ich sollte die Frage gar nicht stellen, oder? Gehen wir mal nach oben. Ich glaube, wir haben jetzt von unten alles, was wir erstmal wollten. So, kommen wir jetzt durch die Tür. Bada bing, bada boom. Oh, noch mehr Püppchen. Jäger, bist du das? Und jetzt mit den ganzen Haken und so weiter bin ich richtig hart bei Final Destination. Ich weiß nicht mehr welche, aber das war das mit, dem Aufzug, wo sie mit den, ihre Haare in diesem Haken verfangen hat. Uff. Keine schöne Stelle. Hat er dann auch keinen Bock mehr auf Aufzüge, ne? Jede Menge Viehzies. Die Haken. Die Haken. Na, Boost? Yeah. Okay. Noch eine Leiche. Aufstehen. Auf für Wache. High five. Was zur Hölle? Die Arme leben. Die Arme leben. Oh. Hört mir auf. Warum tut die mir das an? Eiskaltes Händchen. Hallo. Und die hat auch richtig Bock. Okay, ich muss da hochklettern. Die wartet voll auf mich. Ja. Wie eine Spinne. So Angriffe vorgeben. Ist aber cool, bei denen, die müssen ausweichen. Die kann man nicht besiegen oder so. Zumindest habe ich nichts zum Vögeln. Kann hochklettern? Vielleicht hätte man sie doch verprügeln können. Ich habe nur nicht die Waffe gesehen. Der wird mich weiter verfolgen, oder? Die Hand kommt gleich runtergeflogen, oder? Wir haben nichts dagegen, wenn das nicht der Fall ist. Absolut nichts dagegen. Nimm die Hand als Waffe. Nimm irgendwas als Waffe. Es ist immer noch im Lüftungsschacht. Ich will jetzt die ganze Zeit von dieser einen Hand verfolgt, oder? Voll ausgetrickst. Ja, ist in Ordnung. Ich werde verfolgt. Waffe. Nein, wieso? Mono, nicht schon wieder. Also. Kurze Zusammenfassung. Controller macht Biermacken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Little Nightmares 2. Haut da rein, wenn uns diese Hand wieder verfolgt. Abonnieren, Glocke läuten, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann sehen wir uns das nächste Mal online. Ciao, ciao.